wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteroTrader Helpdesk. Ja, schön, dass Sie wieder live dabei sind. Mein Name ist Helze Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Die Webinarreihe SteroTrader Helpdesk machen wir natürlich mit Dirk Hilger, SteroTrader Erfinder und Entwickler und natürlich aber auch Trader. Und er steht Ihnen heute entsprechend hier zur Verfügung. Sie haben heute Abend die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt hier im Chat zu stellen. Und in der Regel, wenn Dirk gut gelaunt ist, antwortet er auch. Und ich glaube, heute ist auch so ein Tag, wo der glücklich und zufrieden ist. Aber bevor wir tatsächlich direkt loslegen, müssen wir trotzdem einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen die Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es weniger um das Trading an sich heute Abend geht. So, also nutzen Sie die Möglichkeit, stellen Sie Fragen rein. Eine Frage ist schon drin, sehe ich gerade. Und dann übergebe ich Ihnen jetzt auch den Bildschirm und sage auch nochmal offiziell schönen guten Abend, Dirk. Und ich bin im Hintergrund natürlich und versuche, da die Fragen ein bisschen für dich zu sortieren. Ja, hast mich ja schon sehr nett angekündigt. Ich denke dann immer an diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, die denken auch, oh weh, was ist das denn für einer? Aber dir, du darfst das. Das passt schon. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, moin, herzlich und willkommen hier zum Helpdesk Live-Webinar mit Nelson und meiner Wenigkeit hier bei FXFlat mit Fragen. Und jetzt der, wie der Nelson gerade schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, einfach rein damit. Und wenn es nicht zu komplex ist, und dann kriegen wir das auch in der Regel hin, das zu beantworten. So, ich gehe mal rüber auf die kleine Kamera für tageslichttauglich. Für die große bin ich heute nicht. Von daher müssen wir mit der kleinen dann auskommen. Gut, ja, der Werner schreibt ja schon, glücklich und zufrieden, Dirk ist short. Ja, ich bin schon wochenlang short, mich frisst langsam der Swap auf. Aber ansonsten ist das erstmal alles gut soweit. Ja. Gut, also ums Trading geht es ja heute weniger, beziehungsweise natürlich nur im Grunde genommen, aber nicht das, was hier im Webinar passiert hat, natürlich mit Trading irgendwie nichts zu tun, sondern hier geht es wirklich jetzt dann nur um die Fragen rundherum um den Stereo-Trader. Gut, so, du hast gerade gemeint, eine Frage hatten wir schon. Also das ist hier die von 18 Uhr Zawai, ne? Genau, muss ich Korrekt. scrollen, erstmal durchlesen. Du hattest ein Video am 18.05.2017, ach du Schande, zum Thema Trading Stops, Tick Average für Scalping, Short-Term Trading eingestellt. Dort hattest du einen Tick-Chart und einen 5-Minuten-Chart nebeneinander. Meine Frage, als du den Trade auf dem 5-Minuten-Chart eröffnet hast, hat sich automatisch der Trade auch auf den Tick-Chart eröffnet. Diese Einstellung möchte ich für mein Trading nutzen. Gute Frage. 2017, muss man kurz da reindenken. Ich glaube, zu der Zeit war es tatsächlich noch so, dass auch im passiven Chart die Trade Levels angezeigt wurden. Also generell war es eigentlich immer schon so. Also, wenn ich jetzt wie hier, ich habe jetzt hier den DAO, wenn ich den zweimal öffne und dann habe ich automatisch einen passiv und einen aktiv. So, und das heißt, ich kann in einem handeln und im anderen nicht. So, egal, ob ich dann jetzt hier links drauf habe oder rechts, spielt dann nicht wirklich eine Rolle, ob das jetzt hier Tickchart ist oder dann halt M5 oder H1, wie auch immer. Und wie gesagt, vorher war es dann halt so, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Position aufmache und dann ist die vorher halt auch auf der anderen Seite auch erschienen. Allerdings, also dann auch so mit Trade Levels hier, ne, mit den Labels und so weiter. Aber man konnte die nicht handeln. Das heißt, das kann sein. Also ich weiß jetzt natürlich nicht auf Anhieb, welches Video das war. Das ist ja irgendwie schon fast 5 Jahre her. Kann ich aber nur wirklich vermuten, dass das so gewesen ist und dass er halt dann trotzdem in dem anderen dann auch angezeigt wurde. Wie gesagt, das war vorher mal so bei den passiven Charts und jetzt ist bei den passiven Charts so, da wird also kein Trade mehr angezeigt. Von daher fürchte ich, geht das in der Form tatsächlich dann so gar nicht mehr. Aber ich müsste mir wirklich das Video nochmal genau angucken, aber wirklich anders kann ich mir das Ganze nicht so wirklich erklären.
Robby schreibt hier nochmal, ja, das ist halt, ja. Klar, das wäre natürlich, wenn wir jetzt irgendwie halt tatsächlich, das hat halt ein Für und Wider, sagen wir es mal so, ne? Wenn man natürlich nur irgendwie eine Geschichte handelt, in einer Strategie, und dann wäre das vom Grunde her okay, ne? Also wenn dann halt trotzdem in den passiven Charts das angezeigt würde, da aber man ja nicht weiß, also beziehungsweise der passive Chart nicht weiß, wie viele aktive gibt es denn, ne? Weil ich kann ja auch grundsätzlich, kann ich ja auch hier nochmal einen neuen Chart irgendwie aufmachen und den in einer anderen Strategie handeln, die dann halt einen anderen Namen hat. Die nenne ich dann halt, was weiß ich, Strategie 2, ne? Ich nenne die einfach mal S2 an der Stelle. Ich mache gleich mal das, die Schrift ein bisschen größer, sorry. Und dann kann ich halt hier parallel mehrere Strategien handeln, ne? So. Und von daher, das dient ja der Isolierung von der ganzen Nummer. Und deswegen habe ich ja dann halt hier zwei völlig unabhängige Handelscharts. Ne? Man sieht ja, ne, hier links ist die eine, auf der rechten Seite ist halt der andere. Und hier ist zum Beispiel ist jetzt ein Kontrakt drin, hier sind 1,4 drin und die kriegen sich aber, die sehen halt nichts voneinander, ne? Und der passive Chart, wie gesagt, der weiß, der würde ja nicht wissen, in dem Fall soll er sich darauf beziehen oder darauf. Und deswegen ist das halt dann auch irgendwann mal da rausgeflogen, die Geschichte. Ne? Also das geht wohl tatsächlich nicht mehr so einfach. Beziehungsweise geht nicht mehr. Worin besteht, jetzt ist halt die Frage, wie weit kann man darauf eingehen, worin besteht der Unterschied zwischen den StereoTrader-Versionen, also die von der Webseite und dann eben auch andere? Also grundsätzlich, also die Hauptversion oder die Version, die man eigentlich, also die ich halt auch immer verwende und die auch am meisten verbreitet, das ist ganz klar hier die Classic Edition. Das sieht man ja dann auch hier drin, welche das ist. Also gut, hier steht jetzt hier Beta, ne? Aber halt die Klassik ist eigentlich nichts anderes als die Beta. Also vom Funktionsumfang her ist es halt gleich. Und das hier nur natürlich eine Testversion. So, das heißt, dort sind alle Funktionalitäten drin. Es gibt noch eine Silver Edition, die hat aber jetzt mit FX Flat nichts zu tun. Die gibt es nur auf der Homepage und die ist halt so ein bisschen die Einsteigerversion und kostet halt auch weniger, wenn man die direkt bezieht. Und was es die Forex Pro Edition angeht, die Forex Pro Edition ist so ein bisschen abgespeckt und ist halt auch auf die Tools ausgelegt, die jetzt da halt in erster Linie zum Tragen kommen, also die Add-ons, die da drin sind. Ne? Und aber die riecht im Zweifelsfalle, wenn man nichts falsch machen will und nimmt man halt einfach die Classic Edition, also ohnehin bei FX Flat gibt es ja eigentlich nichts anderes, außer eben noch die Forex Pro Edition, aber man kann genauso gut die Classic Edition nehmen. Und hat dann eben dort auch alle Funktionalitäten halt drin. Ich mache mal hier ganz kurz ein bisschen größer die Geschichte hier. Ist alles ein bisschen klein, dass man ein bisschen besser erkennen kann. So kann man es, glaube ich, besser lesen. Ne? Genau. Also, und ansonsten, also würde ich jetzt hier auf die Details eingehen müssen, was jetzt zum Beispiel die Silber angeht, dann das wird ein bisschen zu lang. Es gibt aber. Es gab zumindest mal auf der Webseite, ich weiß nicht, ob die noch da ist, also die Webseite, ja, die ist schon noch da, aber so eine Gegenüberstellung. Und da in der Silver Edition nur mal als Beispiel, dort gibt es keine MIT-Funktion, das heißt keine Limit Pullback und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, gibt es dort alles nicht. Und auch bei den Orders, die ganzen Attribute gibt es nicht. Und auch den Stereo Hedge Mode und noch so ein paar andere Geschichten. Tradings sind auch beschränkt. Es sind nicht alle Tradings drin. Also auf jeden Fall mit der Classic Edition, die man hier bei FX Flat kriegt, macht man auf jeden Fall alles richtig und nichts falsch. Okay, so. Der Radek. Wenn ich eine Position eingehe, wird sie automatisch nach circa 6 Punkten geschlossen und ich finde den Fehler nicht. Also grundsätzlich, wenn man irgendwie auf der Fehler, wenn sowas passiert, ne? Also das ist auf keinen Fall irgendwie eine Fehlfunktion vom StereoTrader. Das kann ich auf jeden Fall mit Gewissheit sagen. Es gibt aber natürlich mehrere Möglichkeiten,
eine Position automatisch schließen zu lassen. Und dort sollte man halt immer ansetzen. Also einmal natürlich allen voran hier, klar, Take Profit, ne? Wenn der jetzt auf 6 Punkten steht, ist zu, ist klar, aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Aber halt eben auch Trail beginnen, wenn der halt zu früh eingestellt ist, dort kann es halt dran liegen, am BE-Schutz, ja, also wenn der jetzt zum Beispiel bei 11 Punkten hier aktiviert ist und der Markt rennt irgendwie halt 11 Punkte ins Plus und dann würde der Break-Even direkt nachziehen und sich dann dort dann halt relativ schnell den Markt krallen, das ist eine andere Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre jetzt hier zum Beispiel bei Auto-Exit. Dort kann ich ja dann auch zum Beispiel halt sagen, ja, so und so viel ist mein Maximalkapital oder halt hier Max-Gewinn, Max-Verlust. Das wäre auch eine Möglichkeit, wo die Positionen geschlossen werden. Und der Klassiker ist so ein bisschen, wenn man es irgendwie geschafft hat, zwei aktive Charts aufzumachen und die sich dann halt gegenseitig ins Gehege kommen. Eigentlich funktioniert es nicht, ja, also so ohne weiteres, aber es kommt hin und wieder mal vor, wenn sich mal der MetaTrader verschluckt, dass dann halt eben dass ein aktiver Chart, so wie es jetzt vorhin hier war, ne, da habe ich ja den zweiten aufgemacht, der hat dann erkannt, okay, da ist schon einer, dann bin ich mal besser nicht aktiv, sondern bin passiv. Es kommt aber leider hin und wieder vor, dass der sich dann auch irgendwie zunächst mal aktiv schaltet und dann auch die Umschaltung nicht mehr findet. Das heißt, wenn man es irgendwie hinkriegt, zwei aktive Charts zu haben und die sind ins Gehege kommen, das ist so, dass wir halt am häufigsten schon mal beobachten. Vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel den StairTrader auf zwei verschiedenen Rechnern auf hat oder halt eben VPS, ja, irgendwie am Start hat und dort andere Einstellungen sind und dort gelingt es dann natürlich auch, ne, weil das kriegt der StairTrader jetzt nicht mit. Also wenn ich jetzt wie hier zum Beispiel dann auf einer Kiste unterwegs bin und habe dann halt nochmal mit dem gleichen Konto auf einem anderen Computer das Ding auf und dann werkelt der natürlich auch im Hintergrund. Ja. Also an irgendwas von den Sachen liegt es immer. Ne? Also ist auf keinen Fall irgendwie, dass da jetzt irgendwas versehentlich geschlossen wird. Das passiert nicht. Also dafür gibt es viel zu viele Sicherheitsvorkehrungen im StairTrader, dass man das wirklich ausschließen kann. Und deswegen würde ich da immer an der Stelle ansetzen. Und im Zweifelsfall guckt man hier unten auch mal rein, also in der Toolbox, da sieht man dann halt hier zum Beispiel bei hier Toolbox Experten und dort steht dann halt meistens auch irgendwas drin, was dann halt weiterhilft, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas geschlossen wird. Ne? Also wenn jetzt irgendein Trade zugemacht wird, steht hier dann meistens dann auch die Begründung drin, warum das Ganze dann halt so gewesen ist. Wenn wir hier mal gleich irgendwie mal versuchen zu provozieren, wir das hinkriegen. Mal kurz hier. Gucken wir das hinkriegt, ja. Na, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas zumache und dann erscheint hier halt, ja, bei einer automatischen Schließung würde hier halt eine Meldung erscheinen, aber so jetzt halt nicht. Und hier sieht man jetzt ja gerade, dass wir jetzt halt die nächste Möglichkeit, dass man größer macht, hier hat der Break-Even gegriffen. Klar, wenn der natürlich jetzt auf plus 5 steht, so wie jetzt in dem Fall gerade, dann ist er halt weg. Ja. Also daran kann es natürlich dann halt auch ganz einfach liegen. Aber wirklich immer zuerst nach den plausiblen Sachen suchen und das waren halt eben die, die ich gerade aufgezählt habe. An einer von denen sollte es eigentlich liegen. Wer ist zuständig beim VPOC No License Found? Ja, das machen wir eigentlich direkt. Also damit hat FX Flat eigentlich wenig zu tun, oder? Also, glaube ich eigentlich nicht, ne? Bitte? Auch, sag ich. Ja. Aber grundsätzlich eine Mail droppen. Ich weiß, dass bei mir die letzten Tage, beziehungsweise die letzten 2 Wochen, die Support-Mail so ein bisschen schleppend war. Ich habe beim letzten Webinar schon was dazu gesagt. Ich bin da mal kurz aus gesundheitlichen Gründen mal irgendwie eine Runde komplett ausgefallen, da ist natürlich so ein bisschen was liegen geblieben und deswegen da bitte ich einfach mal um Nachsicht, dass das vielleicht nicht ganz so schnell beantwortet wurde, aber ansonsten einfach mal eine Mail schicken und natürlich die Lizenz, wie sie denn dann auch lautet, mitschicken und dann gucken wir uns das Ganze mal an, warum das nicht funktioniert. Aber grundsätzlich schreibt der Horst auch hier, geht nur auf einem Rechner, nicht der neueste Windows 10 und letzte ST-Version hat.
Ich vermute fast, es liegt an was anderem. Aber auch das wär ein Fall für den Support, also beziehungsweise für eine Mail, weil das Format von den Lizenzen hat sich geändert. Ne? Also vorher ich kann es leider hier nicht demonstrieren, sonst müsste ich hier eine gültige Lizenz zeigen, die wir dann nachher irgendwo rausschneiden müssen. Die Lizenzangabe bei Add-ons, die war vorher zweiziffrig, nenne ich es mal so. Also die hat dann vorher zum Beispiel DGS 24 Strich und dann irgendwie die Bestell-ID. Und das geht so nicht mehr. Und die hat sich halt geändert. Das sind jetzt vier Blöcke. Und deswegen, also wie die dann lautet, einfach eine Mail dann schicken wirklich an uns oder halt den Support mit der Lizenznummer, beziehungsweise wie sie noch funktioniert auf dem alten Rechner und dem alten StereoTrader und der alten Version. Und dann wird die beantwortet mit dem neuen Format und dann kann man die Copy and Paste da einfügen und dann sollte das auch stressfrei wieder funktionieren. Ne? Gut. Expertenlog mitschicken, sagte Timo hier gerade noch bei Fehlern, ja. Also das ist halt damit gemeint, ne? Also was halt bei Fehlern, die irgendwie halt so ein bisschen nicht so einfach irgendwie zu greifen sind, immer hier irgendwie den Auszug mitschicken. Ich glaube, kann das exportieren? Naja, nicht so wirklich, oder? Aber da einfach mal so ein paar Meter Text mitschicken und dann ist natürlich halt dann auch nachvollziehbar. Ja, ich gehe hier long, ne? Die ganze Zeit. Ja, gerade vorhin noch irgendwie der Werner geschrieben hat, ja, short. Alles super. Ja, ich glaube eher so heute Abend um 9 Uhr oder um 9:30, dass das Ding dann irgendwie dann endgültig mal auflöst. Das würde ja irgendwie zu den Amis, zu dem typischen Ding passen. Das aber nur am Rande, ne? Weil ich ja geschrieben habe, auch im Blog. Gehört zwar jetzt hier nicht rein, aber das war so ein bisschen meine Vermutung, dass wir erstmal hochkrabbeln und uns dann entweder heute oder halt eben morgen dann wieder unter die 33.030 dann halt auflösen. Und das reicht mir dann eben auch als Trigger, um den Rest dann auch endgültig einzufangen. Aber hier, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass er jetzt einfach durchfällt. Ne? Hat jetzt, wie gesagt, mit dem Webinar gar nichts zu tun. Aber halt das nur am Rande, falls da der eine oder andere irritiert ist, warum ich hier die ganze Zeit long gehe. Weil ich einfach glaube, das ist auch nicht mehr als Glauben an der Stelle, dass das jetzt irgendwie noch nichts wird. Das ist so Glückssache gerade hier. So, dann schreibt der Thorsten, kann man den StereoTrader auf einem Demokonto, einem Live-Konto, lokaler PC und auf einem VPS parallel laufen lassen? Also unterschiedliche PCs. Ja, sicher. Spricht ja nichts dagegen. Man muss halt nur aufpassen, ne, wenn man es halt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem Live-Konto auf dem lokalen PC und VPS. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Ne? Also dem StereoTrader ist das erstmal grundsätzlich egal. Von der Lizenz wird es auch abgedeckt, die man von FX Flat bekommt, ist auch nicht das Problem. Aber wenn man natürlich auf dem VPS, wie jetzt hier einen aktiven Chart hat, ne, jetzt ohne Angabe von Strategienamen, also hier Strategie unbenannt, und hat das Gleiche dann halt auf dem zweiten Computer, wo auch immer der ist, dann halt auch nochmal. Dann kommen die sich ins Gehege. Das heißt, ich habe jetzt hier als Beispiel einen Stop von 26 eingestellt. Würde ich dann auf dem anderen irgendwie einen Stop von, keine Ahnung, 100 einstellen und dann würde das zu führen, dass einmal der hier funkt, ich will 26 Punkte Stop Loss, dann wird es auch gesetzt und dann merkt der zweite StereoTrader, ey, ich habe doch 100 eingestellt und der steht bei 26, also setze ich den mal wieder rauf auf 100. Und da geht das halt die ganze Zeit hin und her. Aber dann halt wirklich so im Takt von 100 Millisekunden oder so. Und damit legt man sich natürlich halt auch früher oder später das Konto bei FX Flat dann lahm, weil die dann auch irgendwann mal sagen, da stimmt was nicht. Du funkst uns hier irgendwie alle 100 Millisekunden in Stop-Loss-Veränderungen rein. Und beziehungsweise dann halt eigentlich alle 50 Millisekunden für das gleiche Konto. Und wird dann wahrscheinlich irgendwann geblockt. Oder, Nelson? Würde ich mal so tippen. Es Was muss denkst du? schon ein Extremfall sein, aber Ja. ja, irgendwann Ja. müssen wir tatsächlich einschreiten. Ja. Also da muss man einfach wirklich aufpassen. Ne? Das heißt also, dann muss man halt immer irgendwie auf dem
auf einer von den beiden Kisten dann halt immer hier sagen, ja gut, ich gehe in den passiven Modus, ne? Und wie dann halt hier so quasi, gehe ich halt einfach passiven Modus da rein und dann passiert da auch nichts mehr. Und so, dann kann ich mich auf dem anderen Computer einloggen und dort dann das Gleiche, wenn ich dort fertig bin und dann, wenn ich hier wieder rein will, gehe ich halt wieder in den aktiven Modus. Ein gemeiner Trick, den man auch machen kann, ist übrigens der, man klickt hier auf Algo Trading, ja, und dann passiert nichts mehr. Und ist auch hier alles totgeschaltet, man sieht auch nichts mehr, ne? Der ganze Bildschirm ist bedeckt. Und aber das würde dann eben auch dazu führen, dass der Stereo Trader nichts mehr machen kann. Ja, das wäre so die Radikalvariante. Ja, welche Mindestanforderungen sollte der VPS haben? Das ist wirklich eine gute Frage. Das Problem bei VPS ist ja immer, also es gibt einfach keine pauschale Antwort auf die Frage. Aus einem einfachen Grund, ich könnte jetzt sagen, ja gut, es reichen irgendwie, wenn der VPS, was weiß ich, 12 GB RAM hat, ansonsten ist eigentlich alles egal, dann reicht das. Vom Prinzip her stimmt das auch. Ne? Das reicht dann auch irgendwie für ein paar Charts, alles gar kein Problem. Der Haken an der Geschichte ist aber nur, dass man ja nicht weiß, was der VPS-Anbieter dann tatsächlich macht. Ne? Nur weil dann halt da steht, ich habe jetzt 12 GB und irgendwie eine schnelle Kiste mit keine Ahnung wie viel Cores, kann es ja trotzdem sein, dass der VPS-Anbieter dann halt, dass man dann nur einer von irgendwie 200 Teilnehmern auf einem physischen Rechner ist und allen das gleiche Versprechen sozusagen gemacht wird. Und am Ende hat man dann halt das Ganze nur theoretisch, ne? Weil das muss man sich ja so vorstellen, VPS im Endeffekt, auch wenn so eine Kiste, so ein Server halt jetzt mehrere CPUs hat oder halt mit vielen Kernen, ja, und wenn es irgendwie, weiß der Geier, wie viele Cores dann halt sind, trotzdem die Anzahl der User, die da drauf sind, liegt immer drüber. Und das ist ja immer so kalkuliert, dass man ja halt versucht, irgendwie eine physikalische Einheit, also in dem Fall dann halt der Server, auf möglichst viele User zu verteilen. Ja, das heißt, da wird dann geguckt, automatisiert geguckt, so, wo sind die Grenzen, bis wohin kann man gehen. Ne? Und im Endeffekt ist es aber ein Flaschenhals. Und der Flaschenhals ist halt eben das physische System an sich. So, und wenn ich dann natürlich dann irgendwie gleichzeitig irgendwie 20 Trader da drauf habe, die dann alle irgendwie der gleichen Anforderung kommen und die alle morgens um 9 Uhr die Kiste anschalten und sagen, ja, ich habe jetzt einen coolen VPS. Und dann wird nämlich halt die ganzen theoretischen Versprechen werden halt nichts mehr nutzen, weil dann wird nämlich die Leistung ganz einfach nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen lässt sich das wirklich schwer sagen. Ne? Beziehungsweise man kann es absolut eigentlich nicht pauschal eintüten. Beziehungsweise da halt festlegen, wie viel man im Endeffekt dann wirklich bekommt. Also ich weiß, es gibt mittlerweile halt auch irgendwie sowas wie Virtual Dedicated Server. Habe ich jetzt auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Was auch immer es damit auf sich hat, ja, aber vielleicht ist das ja eher so dann eine fixe Verteilung von den physischen Komponenten auf einen Anwender. Ich weiß es nicht, ne? Muss ich wirklich gestehen. Aber das muss man sich einfach immer im Hinterkopf behalten, ne? Dass halt man den VPS nie alleine hat, ja, und es auch nicht so ist, dass da halt ein fixer Ressourcenbereich mir immer alleine dann zur Verfügung steht. Das ist einfach nicht der Fall, sondern wie gesagt, das ist halt im Endeffekt dafür ausgelegt, dass vielleicht dann irgendwie 5 gleichzeitig da problemlos was machen können. Aber in Wahrheit sind dann halt aber 200 oder was weiß ich, 100 User dann tatsächlich haben dort Accounts drauf. Und wenn die alle gleichzeitig zugreifen und dann geht das Ding halt in die Knie. Und das ist halt so die Krux bei den VPS-Anbietern. Das sollte man einfach wissen. Ja, und deswegen ganz schwierig. Also natürlich grundsätzlich je mehr, desto besser. Aber trotzdem gibt man da halt, sieht man da halt schon deutliche Unterschiede. Und schreibt er hier auch noch, und du wolltest noch einen Server für VPS über dich buchen, anbieten. Hatte ich das? Also ich hatte das auch mal oder habe das vielleicht sogar immer noch in meinem Blog drin. Das ist VPS, ich weiß nicht, ob ich es hier überhaupt nennen darf. Nelson, ihr habt kein eigenes VPS-Angebot, oder? Korrekt. Okay. Das war einmal vpsserver.com. Das hat auch tatsächlich mal eine Zeit lang richtig gut funktioniert und dann eine Zeit lang mal richtig Katastrophe funktioniert.
Jetzt aktuell funktioniert es wieder ganz gut. Also von daher habe ich mich da auch dann zurückgehalten, da halt Empfehlungen auszusprechen. Ich habe wirklich schon alles Mögliche durch. Irgendwie bei Strato mehrfach die Sachen gehabt. Dann halt, wie gesagt, VPS-Server.com, die waren eine Zeit lang wirklich gut. Mittlerweile weiß ich nicht. Bei Contabo habe ich auch nach wie vor noch recht viele VPS, aber dann halt für andere Zwecke. Und die sind komplett unterschiedlich. Also manchmal denkt man so, das ist irgendwie, schlafen einem die Füße ein, wenn man irgendwo draufklickt und der nächste VPS, der dann halt beim gleichen Anbieter die gleiche Konfiguration hat, der läuft dann halt eben ganz wie geschmiert. Also Empfehlungen wirklich schwierig. Also ich glaube eher, das Problem ist dann, sobald man einen empfiehlt und dann irgendwie 100 draufspringen und dann erreicht man genau das Gegenteil, nämlich dass der dann halt auch nicht mehr funktioniert, weil dann halt zu viele den Empfehlungen folgen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Zweifelsfall einfach mal ausprobieren, weil was die ja halt alle machen, also bei Online-Bestellungen ja sowieso, ne? Ich habe ja so gut wie überall irgendwie 14 Tage Rücktrittsrecht oder irgendwie eine Trial-Phase, wo ich einfach mal probieren kann. Und es ist ja auch nicht so viel Aufwand, da mal eben schnell einzurichten. Und da würde ich wirklich empfehlen, einfach mal probieren. Und wenn es passt, dann passt es. Ansonsten dann einfach dort mal einfach oft genug meckern und dann ziehen die den auch einmal schon mal physisch auf einen anderen Computer, dann halt auf einen anderen Server eben um. Und klar, die beste Empfehlung ist natürlich ein eigener Server. Keine Frage, ne? Hat man natürlich aber auch auf der anderen Seite das Problem, dass man dann selbst Admin ist und mit jedem Mist da halt konfrontiert wird, aber ist natürlich dann hat man das Ding wirklich für sich. Was auch eine interessante Lösung ist, habe ich mir auch schon mal angeguckt, ist Microsoft Azure. Heißt das Azure? Ich glaube schon. Also wie Azure schreibt man das, ne? Und dort, das ist ein Cloud-System, das ist jetzt nicht ein VPS, das heißt, es ist wirklich ein Cloud-System. Und der Unterschied liegt eben vor allen Dingen darin, dass man halt nicht irgendwie nur auf einer Kiste unterwegs ist, sondern dass halt die Ressourcen wirklich halt verteilt sind, ne? Und das ist schon ziemlich performant, die ganze Nummer von Microsoft. Und die ist aber halt auch ein bisschen teurer, aber ist eigentlich ganz witzig. Man kann halt dort wirklich auch über die Online-Konfiguration klickt man sich seinen Computer, was man braucht, klickt man sich zusammen. Das Ding steht in 5 Minuten zur Verfügung aus den Ressourcen, weiß der Geier, wo die dann halt hergeholt werden von verschiedenen Rechnern, die dann halt irgendwo in der Weltgeschichte verteilt sind. Läuft wirklich gut und wird dann Minuten nach Minuten abgerechnet. Und das ist eigentlich eher so für wissenschaftliche Sachen, ist das halt ziemlich gut, wenn man halt irgendwie mal kurzfristig so eine Monster-Power braucht von was weiß ich, wie viel Servern gleichzeitig. Und dann kann man sich das mal eben zusammenklicken und hat dann quasi einen Hochleistungs-Monster-Computer mal eben virtualisiert dargestellt. Geht aber halt eben auch für VPS. Also kann man sich mal angucken, weil dort, also zumindest war mein Eindruck, dass die Performance dort schon deutlich über dem liegt, was halt normale VPS-Anbieter hinkriegen. Aber wie gesagt, leider halt auch nicht so ganz günstig, aber auch jetzt nicht ultra teuer, aber kann man sich ja selber mal wirklich angucken, wenn man möchte. Und ist nicht wirklich kompliziert. Einmal, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat und verstanden hat, wie das funktioniert. Aber da kann man wirklich auch einen kostenlosen Test-Account kann man bei Microsoft dort anlegen und kann dann einfach so, weiß nicht, wie viele freie Stunden man da hat, das sind schon einige. Und kann dann einfach wirklich mal Computer zusammenstellen, also Server, virtuelle Server so zusammenstellen, wie man denkt, oh, das macht jetzt irgendwie Sinn, das gefällt mir. Kann die ausprobieren und wenn dann doch nicht gefällt, dann lösche ich den halt wieder und dann klicke ich mir den nächsten zusammen, bis es dann halt irgendwie passt. Also das kann man sich wirklich mal angucken, wer da Lust hat, sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Da würde ich sagen, das macht schon Sinn, vielleicht besser als eine einfache VPS-Empfehlung. Also, ja, hier kam mir nochmal die Frage nach, welchen empfehlen kann, welche ich verwende. Wie gesagt, kreuz und quer, ne? Also mehrere Anbieter. Ich habe halt insgesamt irgendwie, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 von den Dinger am Start und wechsle da halt auch schon mal. Hast du dann eine, da kommt noch die Frage hinterher, hast du dann ein Überwachung-Tool, was zum Beispiel bei Abbruch der VPS-Verbindung Broker meldet? Nee, weil, also welcher Abbruch, ne? Weil der VPS oder Server oder halt eben Cloud,
Ich meine, wenn ich meine Verbindung dahin trenne, brauche ich ja die Meldung nicht. Und in der Regel ist auch so, das Ding bricht eigentlich nicht ab. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist. Also wenn man da jetzt irgendwie tagelang irgendwie was am Stück durchlaufen lassen möchte, was wir halt auch machen mit verschiedenen Services, wie zum Beispiel VPOC, das läuft ja auch auf dem Server und das läuft natürlich 24 Stunden durch. Und weiß ich gar nicht, hatten wir da nicht mal was, Timo, hatten wir da nicht mal irgendwas gebaut? Oder irgendwie mal angedacht, der Timo ist ja auch hier mit dabei. Irgendwas war doch da mal. Aber da gibt es im Zweifelsfall gibt es da mit Sicherheit auch irgendwelche Drittanbieter-Tools, die dann sowas dann halt auch machen. Also einmal kriegt man eine Nachricht aufs Handy und das gibt es mit Sicherheit. Weil es ist ja eigentlich kein großes Hexenwerk. Also ich brauche ja eigentlich nur irgendwie ein Skript irgendwo anders hinzupacken und dann alle 5 Minuten mich ranzupingen und wenn da nichts mehr kommt, dann schickt das Skript halt eine SMS. Deswegen, wir sind bestimmt nicht die Ersten, die solche Ideen haben, hatten oder Probleme oder wie auch immer. Ja, also wir haben tatsächlich keins, Timo hat gerade geantwortet, aber das war halt wirklich mal so eine Überlegung. Gibt es garantiert. Garantiert, wirklich. Da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen danach googeln. Das kann auch irgendwie, kann man nicht vorstellen, dass es großartig was kostet, wenn es überhaupt was kostet. Weil es so simpel ist, das zu machen. Okay. So, habe ich einen übersehen, Nelson? Nein, bis jetzt nicht. Also wir Okay. haben theoretisch und praktisch noch 27 Minuten Zeit. Deswegen nutzen Sie gerne und stellen Ihre Fragen hier in den Chat. Ansonsten, wir warten immer ein bisschen noch, selbstverständlich, damit Sie auch genug Zeit haben, alles einzutippen. Aber ansonsten, ja, hat der Dirk heute, was die Webinare betrifft, mal früher Feierabend. Ja, Long war doch noch nicht so gut. Also für ein paar Punkte hat es ja eben gereicht. Aber hier, ach, komm jetzt hier. Das Gap in die Nähe. Also was wir ja gerade noch machen können, das ist also folgende Geschichte. Vielleicht hat ja der ein oder andere gemerkt, beziehungsweise es hat der ein oder andere gemerkt, dass nämlich hier im Setup bei Trading, da ist irgendwie gar nichts mehr mit Initial SL und TP. Da war vorher irgendwie, gab es halt hier so zwei Felder mehr, wo man das eintragen konnte, das gibt es nicht mehr seit der letzten Version. Der Grund ist schlicht und ergreifend der, wenn man flat ist, wie ich jetzt hier, ne? Und in dem, wo ich, dem Moment, wo ich flat bin, mache ich hier oben im Panel meine Standardeinstellungen. Ne? Und dazu gehört eben auch nicht nur, dass ich halt Stop Loss und Take Profit den Abstand einstellen kann, sondern alle Settings hier. Das heißt also auch, ob Stop Loss, Take Profit aktiviert ist. Break-Even, auch der Trail, all das kann ich halt hier komplett voreinstellen und was auch immer ich hier einstelle, das ist eben dann, sind meine Standard-Settings. Ne? Das heißt, ich hoffe jetzt, das funktioniert, das ist mit meiner Version hier auch, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel aufmache, so, dann hat er jetzt eben ne, mit den Settings natürlich erstmal angefangen, mit den 15 Punkten Stop-Loss, ne? Und auch wenn ich das jetzt hier verändere, kreuz und quer, dann sollte das eigentlich so sein, sobald ich wieder flat bin, ja, sieht man, dann hat er ja alles wieder zurückgestellt auf das, was ich vorher eingestellt habe. Ne? Das heißt, also, wenn ich flat bin, stelle ich hier oben ein. Wenn ich dann im Trade irgendwas verändere, ist total egal. Sobald ich wieder flat bin, kommen wieder die Einstellungen, die ich hier gemacht habe, in dem Moment, wo ich keine Position hatte. Ne? Deswegen gibt es nicht mehr. Und man kann natürlich auch hier natürlich wesentlich mehr einstellen als vorher. Vorher konnte ich ja nur Stop Loss und Take Profit einstellen, also den Abstand, aber noch nicht mal, ob der dann auch am Anfang gesetzt ist oder nicht. Also ne, beim nächsten neuen Trade, ich konnte keinen Trail einstellen als Default-Wert und das geht jetzt alles eben damit. Ne? Und deswegen ist es halt nicht mehr in den Settings vorhanden. Das ist so ein bisschen untergegangen. Also das war ein Update letztens und das hatte ich irgendwie sonntags hochgeladen, ja, und ab montags bin ich dann halt leider mal eine Runde komplett ausgefallen. Ich dachte eigentlich, ich könnte montags wieder arbeiten oder spätestens Dienstag, aber naja, hat dann ein bisschen länger gedauert. Und deswegen ist das halt nicht richtig, war das nicht richtig kommuniziert.
Ja. So, haben wir noch was? Ist nichts weiter passiert, dann würde ich tatsächlich heute mal dazu tendieren zu sagen, dass wir dann hier das Webinar beenden. Und ich versuche extra ein bisschen langsamer zu sprechen und doch noch die Möglichkeit zu geben, hier noch, dass hier noch was reinkommt. Aber ja, wollen ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn Sie aber trotzdem Fragen haben und das Webinar sollte jetzt gleich vorbei sein, dann können Sie natürlich unseren Support anschreiben und wir versuchen Ihnen zu helfen. Und ja, falls die Frage dann vielleicht doch etwas komplizierter ist oder wir nicht weiterkommen, dann fragen wir gerne den Dirk, der uns dann hilft, oder den Timo, je nach Produkt. Und deswegen, ja, kommt nichts mehr rein. Dann Dirk, vielen Dank für das Webinar heute. Waren ja doch trotzdem einige Fragen, die beantwortet wurden. Und ich hoffe, dass auch andere entsprechend dann hier mit den Antworten was anfangen können. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, dass sie heute live dabei waren. Wünsche noch einen schönen Abend, natürlich eine erfolgreiche Handelswoche. Wir haben mit Dirk wieder nächste Woche Dienstag ein Webinar Live-Trading. Und ja, passen Sie auf Ihre Position auf. Dirk, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, kurz und knackig, hat aber Spaß gemacht. Und ja, sage auch, ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Das Wetter spielt jetzt gleich auch wieder mit, also zumindest mal hier in Köln. Gehst du Und wieder joggen? bitte? Gehst du wieder joggen? Ne, ich darf leider noch nicht. Ah, okay. Klingt jetzt doof. Ist auch keine Ausrede. Ich würde so gern wieder. Nein, ich Aber ich weiß, muss noch. dass das so ist. Ja, ich muss noch ein bisschen warten. Sport. 2 Wochen darf ich wieder. Und von daher. Ja, gehe ich halt wie so ein alter Mann öfters mal spazieren. Das ist ja auch okay. Das ist auch gut. Nee. So, auf jeden Fall euch allen schönen Abend. Danke dir auch, Nelson, ne? Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche Dienstag hier bei FX Flat morgens im Live-Trading. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao. Ciao.